So, was haben wir hier noch? Snoofeisen? Scheinbar nicht. Ja, ja, ich weiß, letzte Zutaten sollen wir finden. Geht auch nicht, schade. Hufeisen, was machen wir denn damit? Da haben wir nur das hier, das ist natürlich nicht für Hufeisen gedacht. Ach da. Lol. Ein Bootshaken. Was hat er? Mit Hilfe dieses heiligen Artefakts könnt ihr das Böse bekämpfen. Keine dunkle Macht wird sich vor euren Augen verstecken können. Kein Hexer kann Magie wirken und kein Zauberer kann euch etwas anhaben. Tragt es bei euch und ihr werdet diesen Ort vom Bösen befreien können. Mit dem scheiß Bootshaken. Mit dem Bootshaken. Der allerheiligste Bootshaken. Dann können wir jetzt das komische Männchen da verprügeln gehen. Na, geht nicht. Vielleicht brauchen wir dafür auch nicht. Was braucht man den Bootshaken? Kann ja auch nichts mit anfangen. So, wir haben momentan im Gericht. Achso. Natürlich. Na, immerhin können wir weiter. So, lass mich raten, ich muss die richtigen Dinger hinsetzen. Oh, oh, ein Herz. Ein Pick haben wir bekommen. Sehr schön. So, dann gehen wir wieder ins Studierzimmer. Ja, ins Studierzimmer. Kriegt Julius Caesar hier seine tolle Figur. Und wir haben zwei Waagschalen und Herz und Pick bekommen. Müssen wir wahrscheinlich hier drauflegen. Dreieckiger Stempel. Achso, hier. Fällt da mal noch was? Der dreieckige Stempel. Brauchen wir den irgendwo hier? Nö. Da müssen wir eine Feder einsetzen. Den Stempel können wir hier benutzen. Ach, ist der jetzt für das Männchen hier? Natürlich. Wir haben ihn erlöst und er gibt uns das Karo. Dass wir dann jetzt das Ding hier lösen können, das Kinderspielzeug. So, jetzt kriegen wir eine Pfeile. Wir kriegen eine gottverdammte Pfeile. Jetzt aber endlich! Ah. Rubinbrosch. Die Rubinbrosche. Wo sollen wir die einsetzen? Bei ihm? Ach ja, schon bei ihm war ja auch noch was. Aber wir gehen jetzt mal hier hin. Und setzen die Feder hier ein. Und dann können wir schnell die andere. Jawohl. Jetzt können wir an Sarazars Gürtel gehen und ihm die Hosen runterlassen. Das wollten wir eigentlich wirklich die ganze Zeit machen. Einfach einen Streich. Schön, dass er das Amulett auch da durchsetzen konnte. Auf jeden Fall sehr logisch. Und wir haben den Dolch. Alle Beweise gesammelt. And prevent the warlock from doing further magic. Still, I can't shake the feeling that something is wrong. The evil warlock died in flames, but it all feels too easy. Hat er gesagt, der Warlock? Gut, der Hexer wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Trotzdem machte William leid, sich Sorgen aus dem guten Grund. Die Seele des Hexers hat überlebt. Neue Aufgabe, lege alle Zutaten auf das Buch, um das Amulett zu zerstören. Okay, wir haben ja. Achso, haben wir die, also wir haben die Zutaten hier gesammelt. Ah, wir haben keine Beweise gesammelt, wir haben Zutaten in Wirklichkeit gesammelt. Ist okay.
Zack. I did it. I changed the future. Howard and Jackie will stay themselves. And it's nice to know that these awful events won't bother anyone but me. Wir haben's geschafft. Wir haben Grimtales, die Hauptstory, bekämpft. Gott sei Dank haben wir es durch. Yeah, Bonuskapitel. Yeah. Oh nee. Aber wir sind gut dabei gewesen. 3 Stunden. Nicht schlecht. Wenn man allerdings bedenkt, wie teuer das Spiel ist, das ist nicht so viel. Gut, dann. Kannst du was Tolles an Wallpapern angucken? Nö. Ist immer noch doof, dass es da nichts gibt. Auszeichnungen. Löse 10 Meme ohne Tipps zu verwenden. Löse Wimmel. Was haben wir noch? Was? Aha, aha, okay. Holy shit, hat er im Geheim? Gibt's Rätsel? Achso, wir müssen das gesamte alles schaffen, okay. Dann auf zum Bonuskapitel. Ich mache schon mal die Cam aus und weiter geht's. Let's. I decided to sell the house. There are just too many bad memories there. Es gibt übrigens jetzt einen Grafikbug. Lass mich raten, jetzt ist die Familie arm dran. Gelang ins Obergeschoss und finde Nicoles Zimmer. Da sieht es schön aus, mit Garten gehörte einst mir. Wie ich sehe, haben die neuen Besitzer einiges geändert. Haben wohl die Wimmelbildrätsel weggetan. And I've come to pick up the last of my things. Wenn der Herr herzlich begrüßt. Nun wohnt im Haus auch noch ein Kind und ich kann viel Spielzeug sehen. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Hummeln, Bienen, ist auf jeden Fall schon mal. Den Gartenzweig kann ich diesmal nicht umwerfen. Hm. Alles klar. Ich merke schon. Oh. Ein neuer Briefkasten ist auch, ja. Deine Fischzucht ist auch nicht mehr da. Kann ich den Stock mitnehmen? Geil, ein Stock. Tja. Das Chamäleon-Objekt habe ich schon mal gefunden. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal eben schnell nach dem komischen Ding, dass wir hier noch das Sammelobjekt kriegen vielleicht. Hallo, Sammelobjekt. Bist du irgendwo? Ist hier keins. Na gut, egal. Die sind auf jeden Fall sehr angenehm. Hello, Mrs. Foster, Mr. Foster. Sind eingefroren. That's weird. Why are these drawing supplies on the stairs? This must be their daughter's doing. Where is Nicole? Schön, dass sie immer noch nicht mit dir reden, aber ey, sie atmen. Okay, ich bin durch sie an die Kommode gegangen. Okay, soll man jetzt irgendwas sagen? Das ist nur da ist ein Sammelobjekt. So, da haben wir noch ein Sammel. Chameleonobjekt, meine ich, das ist das Sammelobjekt. So, ich hätte gerne mein Inventar gelockt. Danke, ich würde gerne immer einen Blick auf mein Inventar. Nehmen wir mit. Ach du Kacke. Ich glaube, dieses Bonuskapitel wird noch ein bisschen länger gehen. Besenkammer. Ja, 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 ist ja gut. Popmaus. Eine Ölkanne. Dann schauen wir doch mal. Schade.
Ich weiß gerade auch nicht wirklich, was ich machen muss. Wenn ich ehrlich bin. Was haben wir hier? Wir haben einen scharfen Knochen, wir haben Lappen. Wir haben eine Ölkanne. Kriegen wir nichts auf. Ah, kann man das auch hier umdrehen? Nee. Wahrscheinlich Archäologikästchen, natürlich. Das scheint aber zu fehlen. Da fehlt uns der Dingsterbumster, okay. Und hier haben wir das. Können uns mal böse angucken lassen, wenn nicht mit uns reden. Okay, aber wie? Kann ich hier weiter? Alles klar, machen wir jetzt eine Fackel oder was? Eine Fackel. Selbstverständlich. Warum machen wir uns eine Fackel? Hierfür? Können wir die Kerzen nutzen und die anzünden? Tatsache. Alles klar. Sollen wir jetzt die Bienen damit anzünden? Okay. Okay, warum haben wir das jetzt gemacht? Okay. Wisst ihr was? Kurze Pipi-Pause. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Gut, also wir haben immer noch den scharfen Knochen. Und keine Ahnung, was wir tun sollen. Aber schön, dass sie die Decke auch nicht gemacht haben, wenn die hier neu eingezogen sind. Haben alles geändert, nur die Decke haben sie gelassen. Kann ich nicht abstechen? Hier, doch ein Mord im Haus passiert. Geht alles nicht? Hä? Ja. Habe ich das schon 5-mal gemacht? Wow. Ich glaube, die sind in Wirklichkeit mit den Greys verwandt. Also nach der Ordnung zu urteilen. Passt das auf jeden Fall. Muss man mal sagen. Also ich bin entsetzt. Kann man schon fast sagen. Unglaublich, was die haben. Grace hier dieser Familie angetan haben jetzt schon. Ich brauche noch eine Brille, ich brauche noch das und eine Tabakpfeife, oder wie es heißt, das können wir bekommen. Ganz viele Auszeichnungen kriegen wir. Dafür brauchen wir nicht. Okay.